herzlich willkommen, Mike Wappler. Ja, schönen Abend. Schön, dass Sie bei uns sind. Das müssen Sie erzählen. Also mit Sicherungsverwahrung im Knast und trotzdem geflohen. Wie funktionierte das? Ganz einfach. Das ist ein Gesetz damals gewesen aus der Nazizeit. Die Sicherungsverwahrung? Ja, 1933. Ich habe damals 6 Jahre bekommen und diese Sicherheitsverwahrung. Ich habe meine 6 Jahre abgesessen und gedacht, ich musste eigentlich mal wieder nach draußen gehen. Nee, nee, sagt der Gutachter. Gutachter sind so schlau, dass sie nachher wieder doof werden. Das ist das Problem bei Gutachter. So, und ja, sie müssen noch mal 2 Jahre, noch mal länger, noch mal, wie gesagt, da machst du nicht mit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich immer schon Ausführungen gehabt zu meiner Schwester. Also Sie durften die unter Polizeibegleitung besuchen? Mit 2 Beamten immer. Ja. So, und jetzt habe ich das Ganze geplant. Ja, dann bin ich zu meiner Schwester, habe ich sie besucht. War Sommer gewesen. Und sie waren grillen da. Ich kam mit 2 Beamten, mit Fußschellen und alles, was dazugehört. Ich sag, ich muss mal zur Toilette. War alles schon geplant. Ja, und dann ging ich auf Toilette und da war schon jemand mit einem Bolzenschneider da. Zack, durch. Bin aus der Tür raus. Da waren die noch an Würstchen essen, die Beamten. Da war ich schon auf dem Flughafen Richtung. Ach, Flug war auch schon gebucht? Ja, alles schon gebucht, alles schon geplant. Und dann ab nach Portugal? Ab nach Portugal. Da war ich da so 14 Tage gewesen, so ungefähr, ja. Dann kam Zielverhandler und wollten mich festnehmen. Aber was sie nicht gewusst haben, da gibt es keine SV. Sicherungsverwahrung, Sicherheitsverwahrung. Richtig. Ja. Ich sage, Sie können wieder nach Hause fahren. Ich bleib schon hier, sage ich. Nein, Sie kommen jetzt mit, machen Sie keinen Ärger. Kam die portugiesische Polizei, der bleibt hier. Sie können nach Hause fahren. Aber ich hatte noch 10 Tage offen gehabt. Ah. Da hat die portugiesische Polizei sich mit dem Appell, gehen Sie bei uns in den offenen Verzug. Und wenn die 10 Tage um sind, dann können Sie wieder nach Hause fliegen. Weil eine Flucht nicht noch mal bestraft wird. Habe ich jetzt erst gelernt, fliehen ist nicht verboten. Ausbruch wird auch nicht bestraft. Nein. Und ja, so ist es bis heute für Sie, für ein Leben auf freiem Fuß geblieben, von dem ich gelernt habe in der Doku über Sie. Mike Wappler muss nicht mehr arbeiten, er kann sein Leben lang Urlaub machen. Stimmt das eigentlich? Das stimmt, ja. Ich habe aber auch gelernt, da zitiere ich Sie, ich habe 100 Millionen Schulden. Ja. Stimmt auch. Stimmt auch, ja. Wie kann man denn ausgesorgt haben und 100 Millionen Schulden gleichzeitig? Weil ich nie bezahlt habe. Die ich beim Staat Schulden habe. Steuerschulden, Gerichtsschulden habe ich nie bezahlt. Und die bekommen auch kein Geld von mir. Die bescheißen uns jeden Tag sowieso, der Staat. Warum soll ich da Geld zurückbezahlen? Klingt aber irgendwie so, also für mich klingt die Geschichte wie Knast am Horizont schon wieder, oder? Nee. Warum? Für Schulden werden sie doch nicht eingesperrt. Interessant, aber wo ist denn das Geld, das Sie beiseite geschafft haben? Tja, es weiß keiner, wo das geblieben ist. Irgendwo habe ich unterwegs verzockt oder verspielt, ich weiß es nicht mehr. Aber Sie können sich gelegentlich mal erinnern, wo es ist, oder? Ich bin Geschäftsführer von einer Firma Box International, wo ich Geschäftsführer bin und da verwalte ich Gelder und Häuser und alles Mögliche. Also mir geht's heute gut, ich kann nicht klar. Ja, das macht auf mich auch so den Eindruck. Wenn Sie in der Doku zum Beispiel über Ihren eigenen Vater sprechen, dann klingt da immer ein bisschen Stolz auch mit auf Ihren Vater. Glauben Sie, dass Ihre 4 Kinder auch mit Stolz über Sie sprechen? Glaube ich schon. Mein Sohn ist Polizist, SEK-Beamter in Lübeck. Nein. Ja, klar. Und der Kontakt ist super. So meine ganzen Kinder. Jeder hat seine eigene Mutter. Wie konnte denn Ihr Sohn derart auf die schiefe Bahn geraten? Er auf die schiefe Bahn, auf die richtige Bahn, finde ich. Er macht seinen Job. Das muss man trennen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Wissen Sie, ich habe nie in meinem Leben arme Leute beschissen oder eine alte Oma oder irgendeinen kleinen Unternehmer. Dann würde ich mich schämen. Würde ich heute nicht sitzen. Aber Sie ich haben ja sogar die reiche Betrüger betrogen. Aber Sie haben ja sogar Ihren eigenen Sohn betrogen. Der war 5, als Sie in Knast mussten. Und Sie haben erzählt, ja, Papa wandert aus nach Amerika. Und dann gab es immer Postkarten aus Amerika, richtig, während Sie im Knast waren. Das war eine Notlüge. Was soll ich einem 5-Jährigen erzählen, dass ich in Knast bin? Dem brecht das Herz auch. Das war eine Notlüge gewesen. Ah. Gut, ist vielleicht aber die Geschichte von Milliarden Mike auch eine von jemandem, der sich selber groß gelogen hat, weil er selber tatsächlich viel nicht viel hingekriegt hat. Und viel Geld damit verdient hat. Ja, sicher. Aber Sie sagen bis heute, Sie können kaum lesen und schreiben, weil Schule haben Sie nach 3 Jahren abgebrochen. Ich habe Privatlehrer gehabt. Ich bin auf eine andere Schule gegangen, auf wo ich meine Sprache, ich spreche auch Gypsy-Sprache. Da kann ich lesen und schreiben, auch Deutsch nicht so perfekt. Muss man ja auch nicht. Nee, Hauptsache man hat Kohle. Sie sind auch so gut durchgekommen. Also, ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. In jedem Fall kann man sich alles, was bisher geschah, bei Prime Video angucken. Milliarden Mike heißt die Doku. Und wir werfen ein kritisches Auge auf Sie weiterhin. Machen Sie das. Mike Wappler, schön, dass Sie hier sind. Alles Dankeschön. Klar, danke. So, ja, natürlich.